Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich habe was richtig Cooles für alle Destiny-Fans, beziehungsweise die, die es noch werden wollen, denn man muss fairnesshalber sagen, das Game ist noch nicht draußen. Aber was man sagen kann, ist, denke ich, dass es mit Abstand zu den meist erwarteten Spielen in diesem Jahr gehört und dass Bungie, ja, von denen ist das, weil es immer noch nicht mitgekriegt hat, mit Halo tatsächlich eine wegweisende Reihe geschaffen hat, wo man erstmal gucken muss, ob sie da mit Destiny rankommen. Und für alle, die es kaum noch erwarten können, dass Destiny endlich rauskommt, übrigens hier unten nochmal rangezoomt, wann das Ganze rauskommt, da, hier, 9.9.2014, habe ich hier ein paar Fanartikel für euch am Start, nämlich zwei Umhängetaschen, da oben ist die Bürste von der Katz, die gibt es nicht zu gewinnen, zwei Umhängetaschen und eine Jacke. Der Rest habe ich da bloß platziert, weil es gut ausschaut. Ach so, ja, die drei Notizblöcke gibt es auch noch dabei. Aber da werde ich immer einen dazulegen zu jeweils zweimal Tasche und einmal Jacke. Bevor ich euch sage, was ihr machen müsst, eine Sache. Ihr müsst mich natürlich wieder nicht abonnieren oder sonst was. Aber diesmal ist es rein für meine Abos, die mich schon abonniert haben. Sprich, wer mich jetzt abonniert oder sonst was, kann das gerne machen. Allerdings werde ich gucken, dass mich derjenige, der hier einen Artikel davon gewinnt, schon vorher abonniert hat. Das ist nämlich eine Sache, die gibt es aktuell tatsächlich nur bei mir. Zumindest ist mir niemand anderes bekannt, der da mitmacht. Und wie es dazu gekommen ist, ist eigentlich ganz einfach. Die Marketingagentur, die Destiny in Deutschland promoten soll, oder ich vermute mal nur in Deutschland promoten soll, hat mich angeschrieben, ob ich nicht ein kleines Paket haben will mit Destiny-Fanartikeln drin. Ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Und sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann habe ich gesagt, wie sieht's dann aus? Wollen wir das nicht so machen, dass ich noch ein bisschen was an die Leute verlosen kann? Dann haben wir gesagt, ja klar, super Idee. Haben wir noch ein zweites Paket geschickt mit zweimal Tasche plus einmal Jacke in der Größe M, muss man gleich dazu sagen. Okay, und drei Notizblöcke. Da links ist eine iPhone-Hülle drin, die behalte ich selbst, die kriegt ihr nicht. diese drei Sachen gibt's, zweimal Tasche, einmal Jacke. Ich denke, ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache für alle Leute, die es kaum erwarten können, dass Destiny rauskommt. Jetzt noch eine Sache zum Tablet. Eigentlich wollte ich hier am Anfang von diesem Video sagen, wer das Tablet gewonnen hat. Das Problem ist, der hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich habe ihn am Freitag angeschrieben auf YouTube. Also Leute, guckt mal in eure Private Message Box, ob da nicht vielleicht drin ist, dass ihr das Tablet gewonnen habt. Und antwortet mal mit euren Adressdaten bis spätestens Montagabend, weil sonst muss ich mir da irgendjemand anderes raussuchen. Gut. Das war es im Großen und Ganzen. Was ihr hierfür machen müsst, ist total simpel. Ihr müsst mich, wie gesagt, abonniert haben bis zum Upload dieses Videos. Danach bringt das nichts mehr, denn es ist wirklich diesmal nur was für meine Abos, die schon eine Weile dabei sind. Danach müsst ihr einfach einen Kommentar unter das Video schreiben, was davon ihr haben wollt, sprich ob Tasche oder Jacke. Notizblock gibt es immer einmal noch so dabei, das müsst ihr nicht explizit dazu schreiben. Und dann werde ich einfach random auswürfeln, wer das Ganze kriegt. Und euch bis nächstes Wochenende Bescheid sagen. Ha Leute, kleiner Schnitt. Ich habe ganz vergessen, die Destiny-Tasche mal ausführlich zu zeigen. Und zwar unten rechts das Destiny-Logo drauf. An der Umhänge-Tragetasche nochmal hier Destiny-Schriftzug mit Logo. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal schnell von innen an. Ist wirklich von der Qualität her, fühlt sich das relativ hochwertig an. Es ist ordentlich Platz drin fürs Handy, fürs Notebook, für sonst was. Also das ist auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. Hängen wir nochmal das Logo hier runter. Und wie gesagt, Jacke in Größe M. So, und jetzt rede ich mal weiter, als wäre nichts gewesen. An der Stelle gleich muss ich mich nochmal bedanken für die netten Mails und Pakete, die ich gekriegt habe. Das Ganze kam ohne jegliche Auflage. Sprich, man muss dafür nichts machen, man muss dafür keine Facebook-Destiny-Seiten liken oder sonst was. Dementsprechend gebe ich das weiter. Ihr müsst hierfür auch nichts machen, außer einen Kommentar drunter schreiben, was ihr haben wollt. Jetzt werde ich nochmal hier das Ganze in Großaufnahme einblenden, dass die auch ein bisschen was von haben, dass wir das Ganze mal ein bisschen promoted haben. Kommt, ja, aufstell dich scharf. Ja, kommt immer noch am 9.9.2014 raus. Das Ganze ist von Bungie. Das sind die Typen, die sich auch Halo ausgedacht haben. Gut, das wissen wir aber, denke ich, alle. Also, wenn ihr was haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Ist richtig coole Geschichte. Und das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.